Ganz viel. Ganz viel und jeden Tag. Achso, ich hätte bloß einfach hier hochgemusst. Und ich bin vor uns komplett außen. Komplett immer so die Runde rum. Ich hätte bloß hier hochgemusst. Das siehst du mal, wie dumm ich manchmal bin. Siehst du mal, wie dumm ich manchmal bin. Aber egal. Ja, so sieht's aus. Hui! So, war's das schon? Hui! Toll, war's das schon? Hui! Gut. Da kommt man sich ja fast vor wie Tarzan. Hui! Oder da irgendwo waren da bestimmt irgendwie Geheimnisse. Da hätte ich bestimmt. Alles klärchen, tu dieses. Nicht absaufen. Halt dich fest. Halt dich fest, kleiner Mann. Na schön. Da kommt aber einer angeschossen. Oh Gott. Achso, das tickert wieder ab, die Scheiße. Okay. Nicht doch. Ich liebe dich auch. Mein Schatz allein. So, wie mache ich das jetzt mit dem Smart Mice? Jetzt bin ich total. Bringt ja gar nichts. Ja, lass das zurück. Genau, mach einen Knoten rein. So. Verdammte Kacke, die Kacke, was hab ich denn jetzt getan? Herrlich, wie er so schütteln tut. Wir müssen, warte mal. Dann Knoten reinmachen, dass das Ding nicht weiter abhaut. Knoten war verkehrt. Machen wir einfach mal hier einen Knoten rein. Und da einen Knoten rein. Nicht absaufen.
Das ist manchmal so schlimm. Ich kann da nicht jetzt hier schon den Knoten reinmachen, das geht doch nicht. Ich hätte doch jetzt nicht da einen Knoten reinmachen können, das hätte doch nie gehalten. Wäre doch nie gegangen. Ist doch so nicht fertig, oder? Nein, Kletter, spring doch da drauf! Was will, dass der da drauf springt, dass das bis dann rüber und. Mach die dann nicht da hoch. Und er sucht wieder ab. Ach man, ey. Was muss denn das jetzt schon hier einen Knoten reinmachen, oder? Das ist doch Käse. Okay, wir haben jetzt den hier. Wir müssen definitiv darüber. Wir müssen, dass das Ding ungefähr in der Mitte ist. Oder müssen wir das hier schon festbinden? Müssen das hier lassen? Selbst da kommen wir ja nicht bis darüber, das ist ja das Ding. Ich finde es halt auch schade, dass er das. Damit er das halt nicht näher ranzieht. Ja, er zieht immer halt ein kurzes Stück und dann hört er auf. Finde ich halt schon ein bisschen mysteriös. Nina, einen wunderschönen guten Morgen.
Wie geht es dir? Ich hoffe, dir geht es gut. Er springt nicht bis rüber, ich verstehe es nicht. Mann, ey. Scheiße. Er springt halt immer ans Falsche dran, da wo er nicht ran soll. Sehr schön, das freut mich. Mir geht's auch soweit gut. Ich bin bis gerade ein bisschen am Verzweifeln und am Überlegen. Aber nur so ein klein wenig. Nee, er macht nicht da hoch. Ich will es nicht. Genau, es gibt dann noch einen zweiten Teil. Das ist jetzt gerade der erste Teil. Und es gibt dann noch einen zweiten Teil. Genau, und hier in dem ersten Teil hat man halt nur den roten. Halt gerade bloß vollkommen überfordert. Irgendwie so wird es sein, ja. Ich bin mir halt bloß gerade unschlüssig, in welcher Reihenfolge. Pass auf, wenn das zu ist, also das Ding muss auf jeden Fall runter, dass ich das Wasser reinlasse. Also, wenn wir jetzt hier so einen Knoten reinmachen. Es ist halt, er macht halt immer nicht rechtzeitig das, was er soll. Das geht ja nicht, weil das viel zu schnell. Das geht ja viel zu schnell zurück. Das ist eben das Problem, es geht viel zu schnell zurück. Oder ich bin halt heute einfach bloß ein bisschen so doof, weil heute Sonntag. Sonntag hat sich mein ach so kleines Gehirn doch so in Winterschlaf versetzt. Verpisst sich halt dieses Scheiß. Ei, verpisst sich halt zu schnell rüber. Das ist halt. Mach's mal bitte den Knoten weg. Achso, ich muss runtergehen. Nein, jetzt sauf ich noch ab. Jetzt hab ich's noch schön verkackt. Scheiße. Jetzt bin ich schon früh ins Wasser.
Rückwärts gemacht. Kann halt überall einen Knoten reinmachen, das geht schon. Ich bin bloß am Überlegen, den werde ich festbinden müssen, dass der mir nicht abhaut. Haben wir da einen Knoten drin, so. Lassen wir das voll. War auch ganz easy, oder? Wir haben es doch fast beim ersten Mal geschafft. So, jetzt weiß ich aber nicht mehr. Okay. Hallo? Hallo? Ja, jetzt. Dann machen wir das so. Oh, unser Kleiner verhungert immer mehr. Oh, da haben wir aber Schwein gehabt. Da haben wir Schwein gehabt. Oh, warte mal. Ja, da musst du halt aufpassen. Wenn du halt zu viel verbrauchst, ist er halt extrem dünn und dann kommst du ja dann irgendwann nicht mehr weiter. Weil dann halt dieses Garn nicht mehr reichen tut. Warte mal, mein kleiner Seppel. Nö, ja, erschreck mich doch nicht so, du scheiß alte Hexe, ey. Hui. Macht aber auch wirklich alles kaputt. Ich sag's doch, der macht alles kaputt. Kennst du das Spiel? Hast du das schon mal gezockt? Also ich kenn's nicht, also ich zock's heute zum ersten Mal. Was bist du denn? Lass mich in Ruhe, ihr Scheißmücken! Nein, der säuft wieder ab. Ach, scheiße. Okay, du hast schon durchgezockt, ne? Ich hab's halt... Scheiße, oh, bin ich runtergerutscht. Rallo, Schätzelein. Lass mich in Ruhe, ihr Scheißmücken. Was?
Ach, ich muss den Stock immer noch mitnehmen. Ah, okay. Irgendwie so. Na, würdest du mal bitte. So, dankeschön. Huch, aua, hey. Sei doch nicht so aggressiv zu mir. Beweg dich, du kleiner. Beweg dich, du mieser, mieser, mieser. Nicht schon wieder absaufen, Mann! Hallo? Hallo? Ach komm, Mach doch mal schneller hier, Mann! Gut, gut, das läuft ja ab! Bin ich wirklich zu fett, oder? Bin ich wirklich so fett, dass dieser Stock kaputt absaufen tut? Tolle ist, ich schaffe immer alles gleich beim ersten Mal. Knoten. Knoten. Hey. Gut, gut. Scheiße. Reicht nicht. Nein, ich hab's auf. Ach. Nicht bloß du hast dich erschrocken, ich hab mich auch erschrocken. Er säuft ja normalerweise bei mir nie ab. Das ist ja eben das, was mich wirklich gerade gewundert hat. Ich muss irgendwie. Ui. Ich bin da schon so ein dünner Zahnstocher. Wie soll ich denn da hochkommen? Ich komme da so nie hoch, das wird doch nicht. Doch nichts, ich komm doch da. Ja, hier unten ist ja Wasser, stimmt. Ich komm ja aber auch nicht nochmal zurück. Haut doch mal ab, ihr scheiß Mücken. Reicht aber nicht. Oder? Ich bin so klein. Warte. Wir müssen das anders machen. Ja. Ich weiß, ich saufe jetzt über da ab. Das ist mir fast klar. Ich muss als erstes bestimmt hier ran. Machen wir das halt so rum. Mücken lieben mich, egal wo. Das ist ja wie bei dir. Warte mal. Das ist ja eigentlich egal, weil die Bindfäden kriege ich ja eh nicht wieder, oder? Ja, das ist ja egal, weil das zählt ja ab da oben. Ja, kriege ich ja nicht wieder.